So, nochmal ein Bäumchen wachsen. Okay. What did we do wrong to anger the gods? First the Night Stalkers and the huge Thunderbird flew over our valley and seeded fire and destruction. And now those strange boxes are raining from the sky, hitting our houses and killing our people. Ja, oh, das ist schon eine. Ja, Jungs, ihr hättet ja auch mal aufmachen können, da sind nützliche Sachen drin. Mann, Mann, Mann. Beschwert euch nicht so, ist alles nützlich. Naja, erstmal wieder ein bisschen tanken, obwohl ich ja eigentlich auch nochmal weiter runter könnte. Da war ja Klopapier. Eine Sekunde. Besonders viel bringt das mal nicht, du. Nee. Ja, jetzt geh mal. Ja, ich weiß, ich mag dich auch. Okay, na, das sieht auch schon wieder ganz gut aus. Und weiter geht's. Das klingt irgendwie alles nicht sehr vertrauenserweckend hier, besonders wenn diese Kack-Mistvögel schon da sind. Aber diese kleinen Häschen, die sind schon schön, ne? Die guck sie dir an. Da kann man bestimmt auch noch rüber. Sieht das so friedlich aus? Oh, ist auch so ein Ding. Waren wir hier vorhin schon? Ich weiß gar nicht genau. Ja. Da ist er ja, der Herr. Effektiv, muss man gestehen. Hier geht's auch nicht weiter. Was war das? Ist hier irgendwo. Ah. Eine Tür aufgegangen. Ja, ich glaube schon. Ne? Das hat überraschend gut funktioniert. Oh, da hat mir was zu zeigen. Okay. Ich soll einen Hebel umlegen. Und es geht eine Türe auf. Okay. Oh, das klang irgendwie nach Opposition. Das Ding mache ich gleich auf. Hi. Ja, shit. Jetzt grunz nicht so. Mache, Junge, mache. Hi. Na, genug? Schauen wir nicht. Alter, sind zwei. Hat er denn der eine den anderen abgeschossen? Das wäre ja schon komische Tragik, wäre das ja. Das ist nur komisch. So. Ich habe auch kaum noch Munition und irgendwie geht's mir dreckiger als sonst. Das ist schon interessant, wie das Spiel es einfach schafft, das ungefähr immer auf demselben Schwierigkeitsniveau zu halten. Obwohl es natürlich immer so ein kleines bisschen rauf und runter geht. Schon interessant. Dieses Spiele-Design. Gibt's hier noch was? Nope. Wo muss ich denn lang hier? Hier offensichtlich nicht, ne? Ja. Ist jemand verrammelt? Ach, was ist denn das hier, Jungs? Lass
lasst mich da einfach mal durch, euer Dörfchen. Warum muss denn das alles so labyrinthisiert sein? Das verstehe ich nicht. Kurz mal checken, was hier unten so ist. Da hinten ist eine Kiste. Vielleicht bringt die was. Sturmgewehr und Munition. Was gut ist. Muss ich mal ein bisschen beeilen, bevor mir dieser Fisch in den Po beißt. So. Okay. Stimmt, hier gab es ja dieses eine Ding noch. Okay, gut. Damit kann man leben. Und. Da geht's nicht durch. Kann man hier irgendwie. Oh. Shit. Dämlichen Mist. Viecher, ey. Wie kannst du überhaupt fliegen? Bist du viel zu hässlich dafür? Ja, was stelle ich an mit dem einen HP, was ich noch habe? Puh, ja, ne? Hm. Ja. Ach, ist doch kacke, ist das doch. Warte mal, ich lade mal. Oh, da gehen wir mal anders runter. Also so nicht hier, ja? So nicht. Okay. So, jetzt wäre dieses fliegende Ding ankommt, ey. So, waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Ah, nein. Ja, alles gut. Ah, scheiße. Was kann doch. Kritik zur Kenntnis genommen. So, mal, wie gehen wir denn da am besten rein? Wir haben doch hier. Ja, genau. Ich sehe auch nicht, wie ich mir damit irgendwie selbst in den Fuß schießen könnte mit dem Ding. Naja, ah, okay. Komm doch. Er wird Tür zugemacht? Was soll das denn? Wie unhöflich. Dem Besuch einfach so die Tür vor der Nase zuschlagen. Nee, Freunde, so läuft das nicht. So läuft das nicht. So läuft das. Ja, komm ruhig wieder. Kein Ding, ich warte gerne. Oh, scheiße. Oh. Das ist auch noch so ein Riesentyp, wollte ich sagen. Oh. Ja, komm rum. Alles gut. Ja, komm. Komm schon. Ja. Ach, verdammte. Das ist echt kein Vergnügen mehr hier, du. Oh, da ist noch einer, oder? Fahr zur Hölle!
Alter, was frisst denn der alles? Jesus. Ist das hier das Ende des Spiels? Ist das der Bosskampf? Oh, alter Schwede. Vielleicht mal Klopapier benutzen hier. An das ich nicht rankomme. Geil. Ah, ja, okay. Never mind. Ey, zum Glück tauchen hier keine Übersetzernachrichten auf, ey. Na gut. Wollen wir nicht so sagen, ne? Aber wo war... Ah, ja. Okay. Hey, guys. Ja, also... Was das? Oh, ein Glück. Okay, nix zum... Oh, da ist was. Na gut, Freunde. Oh, ich soll mitkommen. Oh. Ja, ich komme gleich. Ich muss gucken, na, das ist zu Klump schießen hier. Dann komme ich. Ja, 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 ich komme ja schon. Ah. Alter Vater. Nee, nee, du sollst Dinger. Ich glaub's wohl. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Sag mal. Man kann sich aber auch anstellen, ja? So, hast du davon. Ja, warte mal, wie komme ich denn da jetzt hoch? Ach so, warte mal, ja. Gut, dass du es erwähnst. Ja, wieder zu. Nee, warte mal, Moment. Hoch, durch, runter. Irgendwas. Wie kann man, wie viel Level kann man auf 3 Quadratmeter pressen, ey? Unglaublich. Warum habe ich diese Pistole? So. Shit. Hier geht's doch nicht weiter. Das ist milde enttäuschend. Nun ja, so sei es halt. Nee, so. Okay, Munition. Oh, was mag dies sein? Oh, schon wieder ein Sky, warum auch nicht? Ich meine, euch habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, Jungs. Mein 26 HP kann ich auch nicht so wirklich hausieren gehen hier. Ah, hier komme ich hoch. Ha, damit habe ich dich. Zumindest ein bisschen angekratzt. Uiuiuiuiui. Ja, so, wir können auch ganz anders, ja. Siehst du, das hast du davon. Okay, was ist jetzt passiert? Wahrscheinlich. Was? Nein. Hier ist irgendeine Türe, irgendein Tor. Oh. Irgendwas aufgesprungen. Also, ich bin ja nicht so ein Fan, ne? Von so einfach nur so klitzekleinen, verzweigten Levelchen. Naja, wollen wir nicht so meckern. Die Leute haben sich schließlich eine Mühe gegeben.
Nicht so wirklich bei der Programmierung der Türen, aber ansonsten tipptopp. Hier jetzt rüber. Ne, das sind die Maßkolben. Sorry. Meine Taschenlampe war leer. Ich habe meine Railgun benutzt stattdessen. Erklär das mal deinem diensthabenden Offizier. Warte mal. Jetzt ging noch hier irgendwas auf. Was ging denn hier auf? Hier muss doch irgendwas passiert sein. Hier war ich schon. Ach, hier jetzt. Ja, okay, da war ich ohnehin. Jetzt werden sich wahrscheinlich alle, die es schon mal gespielt haben, an den Kopf fassen. Und alle, die es noch nicht gespielt haben, erst recht. Ey, was machst denn du da? Voll doof, du Otto. Ja, sorry. Ich stehe gerade so ein bisschen, und zwar auch im Schlauch. Das Ding geht immer noch nicht auf. Mhm, warum auch? Da, immer da habe ich schon. Ja, da habe ich schon. Okay, weiter. Hier ist ja auch nichts passiert. So, das ist der weiteste Ort, an den ich komme. Und hier drüben hat es irgendwie gerattert, als ich den Schalter umgelegt habe. Da drin. Puh. Hab ich hier was übersehen hier dran? Ich glaube nicht. Nein. Ach, diese Türen, ey. Ist schlimmer als... Danke. Nee. Was ist denn hier hin? Hier war ich ja schon. Und hier ist auch nichts mehr. Okay. Mal, hier habe ich diesen Schalter umgelegt. Hier unmittelbar ist nichts passiert. Könnte man da rüber? Würde das was bringen? Ich weiß ja mal nicht. Ich glaube, hier war ich schon. Ja, hier war ich. War ich schon? Ja, hier war. War? Oh, nee, Moment. Oh Gott. Oh, sorry. Sorry, guys. Och, Menno, was ist denn da schon wieder hier? Oh, dude. Ah, hier geht's raus. Mit meinen ganzen 31 HP. Hm. 60 HP. Und 100. Ach ja, sorry, das war jetzt ein bisschen konfus. Das tut mir leid. Aber ab und zu sehe ich den Weg einfach nicht. Naja. Hey, Dude. Ja, probier's ruhig. Probier's ruhig. So. Was hast du daraus gelernt? Nix, weil du tot bist. Okay, oh, ja, das kann man nehmen. Oh, es geht weiter. Kriegen wir einen Logbuch-Eintrag. I've seen the first evidence of the crash site. During a tough slog through a Nali village infested with Scar, I came across pieces of a crashed Terran ship. The debris was seared from re-entry and scattered over a wide area. I hope she didn't break up in the air. If she did, there won't be any cores to recover. The crash site is very close. I'm nearly home free. Hm. Okay, dann glauben wir das mal. Ja. 87 Abschüsse. Nicht schlecht. Oh, der ist schon so ein Pokémon, ey. Nee. Okay.
Also an für sich sind die ja nicht so schlimm, ne? Aber wenn du davon zwei, drei Stück um dich herum hast und allen Projektilen ausweichen musst, das ist schon nicht so einfach. Oh, lecker. Lecker Früchtchen. Was? Was? Oh ne, oh ne, nicht schon wieder. Oh, der Tür. Oh ne. Oh Gott, weil so viele. Jesus. Nein, ihr Stun lockt mich hier nicht in die Ecke. Nein. Ich glaube auch mal nicht, ne? Oh Gott. Was für Biester. Wie, weglaufen gibt's nicht hier. Okay, dann halt. Ich weiß, das ist ziemlich billig. Aber diese Viecher, ehrlich mal, die haben es nicht anders verdient, ja? Wie, jetzt versteckt ihr euch? Pff. Feige Sau. Was ist das hier? Ihr habt hier einen Stein abgezäunt. Was soll das denn? So, jetzt kommt mal her hier. Hm? Oh ja, wenn ich euch zu nahe komme, dann gibt's irgendwie... Ne, du bist jetzt da mein Freund. Oh Gott, hat's mir seine Freundin mitgebracht. Ja, das ist interessant, ne? Die sind nur aggressiv, wenn die auch in der Gruppe sind. So ein paar halbstarke halt, ne? Finde ich keine gute Addition zum Spiel, muss ich sagen. Nervt eher ein bisschen. Also wenn man jetzt schon dabei ist, Hauptspiel und Addon ein bisschen zu vergleichen miteinander. War's not. Ich weiß ja mal nicht. Nee, du noch nicht. Hm, schöne Pflanze. So. Guten Tag. Ich zerleg gerade mal deine Inneneinrichtung. Lass dich sonst nicht stören. Another Thunderbird has fallen from the sky right before our eyes. I am very scared. Scared that the sky demons will come to our valley now. Sorry. Oh, das ist schon wieder so eine Tür des Grauens, ey. Ugh. Oh, ein Samen. Hi. Ein Leuchtstab. Was war's? Oh, Alter. Oh. Okay, damit kann man arbeiten. 400 Schuss. Na, das ist auch. Das reicht nicht so super lange, aber. Man muss mal gucken. Man muss mal mit dem tun, was man hat, ne? So, hier. So kollegisch. Ja, alles klar. Ach. Bitte. Moment mal, im Hauptspiel, da waren das so Türen, die so seitlich aufgezogen sind, oder? Also das muss ich sagen, ist keine wirkliche Verbesserung. Not a big fan. Oh, hallo. Oh, hallo. Könnte das Schiff sein, was ich suche? Nee, meine Nachricht kriege ich. Oh, das ist ein Scar-Schiff. Aber die sehen doch eher so ein bisschen abgespaced aus. Naja, gehen wir mal weiter. Ab in die Höhle. Dann ist er wieder stunk. Ich seh das doch kommen. Was ein Loser. So, noch so einer. Meine Güte. Also ich muss sagen, das sind mit die leichtesten Gegner tatsächlich.
soll das denn heißen? Okay. Sagt unser Translator irgendwas? Nicht? Ach komm, wie schlimm kann es sein? Da steht wahrscheinlich jetzt irgendwie... Brücke ist baufällig. Irgendwelche Agro-Scar geradeaus. Bitte nicht rauchen. Was ist da denn? Also, kann man das wegschießen? Schade. Nee, da gehe ich glaube nicht erstmal an. Oh, nee, hier ist schon der Spinner. Nein, nein. Tja, dieses Ökosystem hat sich scheinbar gegen mich verschworen. Ich finde es generell immer ein bisschen beschissen, wenn irgendwie mal irgendwie einen zweiten Teil rausbringt oder ein Add-on oder irgendwas anderes und die Spiellänge einfach nur ein bisschen dadurch erhöhen möchte, indem man einfach schwerere Gegner auf einmal erzeugt. Geht das nicht? Okay, dann nicht. Ja, so. Wollte ich hier hin? Ich glaube, ich habe keine Wahl, ja. Na gut. Ja, das ist immer schon mal ein bisschen doof, weil... ist halt so lahm. Universal Übersetzer. Aha, schön. Nee, was ist denn das hier für eine Scheiße? Moment mal. Da komme ich nicht durch. Soll ich hier jetzt runterjumpen? Na gut. Okay, dann sollte ich immerhin grob in der richtigen Richtung sein. Aber sag nicht, dass das Ding rauskullert, wenn ich jetzt runterspringe. Das wäre ja... ein bisschen sehr Indiana Jones-ig. Und? Nee, macht gar nichts. Na gut. Und ich habe kaum noch Munition. Ja, ich habe generell kaum noch Munition. Das ist schon ein bisschen besorgniserregend, vor allem weil ich jetzt hier... oh, scheiße, hier den Pokémon seinen großen Bruder am Start habe. Und ich sehe immer so wirklich einen Scheiß. Pokémon 1 ist weg, der hat seinen Kollegen gerade... oh, geil! Die haben sich jetzt gegenseitig um Kika. Geil! Ja, also lass mich nicht stören. Ich gehe mal rüber und rauche eine oder so. Yeah, Granatwerfer. Oh, mit richtig viel Muni. Ist gut. Was ein Naturspektakel. Schön. So, habt ihr euch jetzt immer abreagiert hier? Schön. Sorry, dass ich gerade so oft speichere, aber das ist mir irgendwie alles nicht geheuer hier. Ja, wisst ihr was, Leute? Ihr könnt das mal auskaspern unter euch. Ich gehe hier mal ein bisschen spazieren. Dann geht es natürlich nicht rein. Und das sieht natürlich aus wie ein abgestürztes Schiff. Das heißt, das wird schon da sein, wo ich hin muss. Und das ist irgendwie so groß und so weitläufig, dass das alles so ein bisschen nach Bossfight ausschaut. Wäre schon blöd, wenn diese Triebwerke jetzt angehen, ne? Aber das tun sie nicht. Oder? Na. Ach, schon ein bisschen viel Platz hier irgendwie. Wahrscheinlich wollten die nur so viel Platz hier hin tun. Damit das auch noch Absturzstelle aussieht. Naja, fair enough. Und irgendwie sind das mehrere Teile jetzt hier. Ach du je. Was haben wir so... was ist denn das da hinten?